So, runter. Na komm schon, schleich dich durch. Schneckentempo. So, gut. Good girl. Wenn ich mal überlege, beim ersten Mal habe ich hier Ewigkeiten gebraucht, bis ich es mal gepackt habe. So. Eins. Auch meins. Und hoch da. Und da ist eine Perle. Hallo, Baby. Du bist mein. Wupp, wupp. Sieben Perlen. Oh, da können wir uns wieder gut eindecken. Das gibt, glaube ich, schon die nächste... Ja. Ja, doch, doch. Ich glaube, das gibt die nächste Waffe. Da geht etwas Seltsames vor sich mit komischen Behältern. Und einer Perle. Und Fließbändern. Du hast die Fließbänder vergessen, Mädchen. Das geht doch nicht. Was bist du für eine Reporterin? Du hast die Fließbänder vergessen zu erwähnen. Das ist ja unmöglich. Ich übertraumatisiere gerade. Kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Könnte wahrscheinlich auch daran liegen, dass wir jetzt mittlerweile was haben. Ja. Kurz vor 8. Je später der Tag, umso schlechter werden meine Kommentare. Umso öfters zische ich ins Mikro und, oh, ganz wichtig, Knips. Haha. Übertragung empfangen. Ich speichere es sofort. Das gibt, glaube ich, eine neue Perle. Okay. Dieser Film ist voll. Gut. Danke. Ich überweise eine Perle, Jade. Yay. Ich werde den Film neu laden. Ja, tu das. Ach, Perlen. Ich räume hier gut ab. So, deine Gattung habe ich ja schon, oder? Yep. Langsam kann ich es mir wieder merken. So, und hier sehen wir einen Haufen Updates, die wir uns holen können. Die Perle vor allem. Okay, gut. Hallo, mein Dicker. Hallo, Ming-Zu. Hallo, Fräulein. Wenn Sie etwas kaufen möchten, brauche ich erst Ihre Kontonummer, bitte. Kontoidentifizierung. Okay. Danke. Okay. Konto identifiziert. Danke, bedienen Sie sich. Es ist mir eine Freude. Und himmlischer Frieden wird auf euch herabstürzen und euch bei lebendigem Leibe glücklich machen. Nein, Moment. Das ging irgendwie anders. Ach ja. Die Hölle wird auf euch hereinstürzen. Und euch glücklich machen. Nein, auch nicht. Egal. So, Sie mögen also Haikus, wie? Ich habe eine ausgezeichnete Sammlung dieser Verse. Warum sehen wir nicht einmal im Lehrkanal? Ich glaube, ich habe noch ein paar Exemplare. Okay. Ja, er gehört auch zum Iris-Netzwerk. So, dann zeig mir, was du Schönes hast. Aha. Mal ein paar Zeitungs-Updates. Meins. Ja. Und auch meins. Danke. So, gucken wir uns doch mal ein bisschen um. Kann ich aber erst später abspielen. Stimmt ja, da brauche ich erstmal einen M-Disc-Player. Na, da guck mich nicht so an. Ich habe Drogen genommen. Also ich meine jetzt ihn. Nicht den. Hey. Du da. Du. Genau du. Ach, das ist auch Mensch. Okay. Könnte ja sein. Meins? Yay. Nein. So, Perlendetektor. Kann ich schaden? Gut. Gut gemacht, Jade. So, was warst du nochmal? Super Angriffsverstärker. Oh ja. Meiner. Aber sowas von. Gut gemacht, Jade. Ja, das kriege ich zwar noch selten hin, weil ich es immer wieder vergesse, aber das ist ein ziemlich mächtiger Angriff. Der hat's drauf. So, was warst du? Tiersensor. Leben ab. Komm. Tiersensor brauche ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Perfekt. Ich hab's gescannt. So, okay, gut. Danke. Aber wir kommen ja öfters noch in den Laden, also von dem her. Kann ich's nachträglich noch holen? Ist halb so wild. Jetzt gehen wir erst noch eine schöne Perle verpulvern. Oder 2 oder 3 oder 8 oder 10.
Gott, das sieht so ein beschissen aus, Kumpel. Also irgendwie haben die Typen was wie eine Teekanne so vom Helm her. Oder? Ja. Ich frag mich echt, wie die überhaupt was sehen können. Ich meine, die gucken da hoch. Da hoch gucken die Typen. Wie können die was sehen? Das wüsste ich mal ganz gerne. Das ist die ineffektivste Armee, die ich je gesehen habe. Wir können den Feind nicht bekämpfen. Warum? Weil er so groß ist wie Suisha Mark und wir unseren Kopf höchstens so weit bewegen können, wie wir spucken können. Oder so ähnlich. Wie komme ich jetzt eigentlich auf Kopf bewegen, wie man spucken kann? Oh Gott, halt die Schnauze. Das wird ja immer schlimmer mit den Kommentaren hier. Nee, ernsthaft. Je später der Abend, umso beschissener werden meine Kommentare und meine Vergleiche. Ich bin nicht würdig. Dieses wunderbare Spiel versaut mit schlechten Kommentaren. Beschmutzt. Beschmutzt. Was soll denn laber ich hier eigentlich schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Komm, erstmal zu den Rastafaris. Die wäschen immer noch an dem Ding. Ist mir vorher auch nie wirklich aufgefallen. Aus dem Weg, Dickhäuter! Musst du gerade sagen. Wiederkäuer. Brumm, brumm, brumm. Und Turbo. Ab dafür. Yay. So, fahren wir doch mal zu den Rastafaris. Mama Go. Mama Luigi. Mama, Mama, Mama Go. Mama, 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 Mama Go, Go, Go. Ach, du machst mich froh, ho, ho. Da, ba, da, ba, da, 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 ma, 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 go. Oh Gott, ich soll denn nicht die Klappe halten. Es wird immer übler. Ja, ich hab's begriffen, Fischchen. Euch gibt's hier. Ich hab euch aber schon geknipst. Jetzt verpisst euch aus meiner Optik. Ist ja schlimm. Die Tierwelt trollt mich. Da lang. Zu Mamagos kommen sie immer zurück. Ja, Kunststück, ihr seid die einzigen, die Perlen nehmen. Alle anderen wollen Cash. So. Dich will ich. Da, da, da. Scan-Analyse, okay. Lecker Zeug. Brotstangen. Also ihr seht schon, wir müssen noch eine ganze Menge Perlen einsammeln, aber die kriegen wir alle noch beisammen. Das ist kein großes Ding. So, Sprungkit wird wahrscheinlich das nächste sein, was ich mir hole. Flugstabilisator, mal drüber nachdenken. Ach Gott, du siehst so panne aus, Junge. Vor allem dann diese Rastafari-Perücke. Sind das echte Haare da drunter, oder? Das sieht so bescheuert aus. Naja, gut, sei es drum. Wenn ich schon mal hier bin. Einmal sichern, bitte. Oder mal kurz nachgucken, was wir so Schönes bekommen haben. Iris 511. Neue Entführungswelle in der Fußgängerzone. Reporter Double H. Die Doms haben der hylianischen Bevölkerung letzte Woche wieder schwer zugesetzt. Weitere 850 Leute wurden in dieser Zeit als vermisst gemeldet. Der sogenannte Schutz, den die Alpha-Abteilung vor den Doms bieten soll, ist mehr als lächerlich. So, und jetzt noch die andere Scheibe. Das dürfte die hier gewesen sein, oder? Iris 512. Helis mit Doms Meteoren beschossen. Die Kanäle,
die Mamago-Werkstatt und das Refugium am Leuchtturm unter schwerem Beschuss durch die Doms. Die Schutzschilde sind nicht in der Lage, die Doms-Meteore aufzuhalten. Die Alpha-Abteilung tauchte erst nach dem Alarm am Schauplatz auf. Die Alpha-Abteilung ist unfähig, den Schutz von Hillis zu gewährleisten. So, also das sind jetzt die Ausgaben der Iris-Netzwerkzeitung gewesen. Also man merkt schon, Propaganda bekämpft mit, naja, Verschwörungstheorien. Na, aber es ist schon interessant zu sehen, wie man so mit verschiedenen Elementen arbeitet. Ach ja, mein Speicherstand. Gut. Ich habe zum Glück eine Sicherheitskopie gemacht gehabt, sonst hätte ich den ganzen Käse nochmal zocken müssen. Yo, 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 was geht? Ja, ja. So. Ups. Ich komme immer auf die blöde Taste. Steig ein, du Vieh. So, und Abgang. Hoffentlich nicht. So. Ah. Ihr kommt mir sehr gelegen, Jungs. Ich brauche da Kohle. Na? Ey, ihr Typen, schießt auf das falsche Ziel. Na? Jetzt muss ich mir kurz überlegen. Muss ich hier ausweichen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ob das jetzt noch ausweichen gewesen ist oder. Na? Ein Ziel? Ein Ziel? Kein Ziel? Ja doch, müsste ausweichen gewesen sein. Oder? Ja. Ach, da ist ja was. Na, komm mal her. Ja? Was denn? Ups. Hey, nicht auf DJ! Hoppala! Hab ich nicht getan, oder? Ja. Also, eigentlich hätten wir die ollen Schiffe da abknallen sollen. Mal gucken, wo sind sie denn runtergekommen? Hier drüben irgendwo, oder? Ah, komisch. Naja, egal. Haben wir halt noch ein bisschen unschuldiges, ja, seefahrendes Personal zerschreddert. Aber so in etwa habt ihr jetzt gesehen, was die ollen Bordkanonen jetzt können. 3 Ziele anvisieren und beschießen. Leider Gottes visieren sie eben auch Freunde an. Nicht gerade vorteilhaft, aber naja, egal. Ach ja, da drüben war ja auch was Lustiges. Würden wir uns aber auch noch bei Gelegenheit angucken. Wir mogeln uns jetzt erstmal schön in die Fabrik rein. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo war denn die nochmal? Die war? War die hier? Ne, das war Stadt, das war dort. Wo war jetzt nochmal die Fabrik? Fabrik, Fabrik, Fabrik. Da kommt man erst mit Sprung-Upgrade rüber. Lass mal ganz kurz überlegen, wo muss ich da jetzt nochmal langfahren? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. War das jetzt dann erst darüber? Könnte auch sein. Ja, doch. Glaube, so war das. Lalalala. So, und die Bordkanone brauchen wir nämlich wegen diesen blöden Dingern. Denn die fangen uns ansonsten ein und schicken uns einfach wieder zurück. Eine weitere Schiffladung verloren. Oh, ich adoptiere euch mal. Ihr armen, kleinen, wertvollen Steinchen. Keiner hat euch lieb, außer ich. Lalala. So, und Feuer frei. Ich sagte Feuer frei. Geht doch. Gut, danke. So. Also wie gesagt, wir brauchen diese Kanone. Vorher wären wir hier nicht weitergekommen. Also ist schon lustig gemacht, dass man erstmal ein bisschen... Dammit. Bitte verlassen Sie das Gebiet, ja, zu Ihrem eigenen Schutz. Danke für Ihre Kooperation. Ach, wobei.
hätte schon mal kommen können. So, okay, Fabrik. Okay, wir hätten auch da lang fahren können, ist aber auch egal. Ihr habt auf jeden Fall mal gesehen, wozu es nötig ist und... Oh, 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 hallo, mein Kleiner. Haha! Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. 700, nicht übel. Komm, hier dann später diesen neuen Detektor holen. Sogar diesen Weg haben sie gesperrt. Normalerweise kam man von hier direkt zur Fabrik. Ja, jetzt auch noch. Oder eben, dass man ein paar Viecher abknallen muss. So, gut. Oh, oh, oh. Na, gut. Docken wir mal an. So, und? Aufwärts bitte. So, lass mal gucken. Da war doch, glaube ich, noch eine zweite Gattung mit dabei. Ja? Vorax. Davon sehen wir in letzter Zeit immer mehr. Tja, woran das nur liegen könnte? Wahrscheinlich, weil keiner eine große Fliegenklatsch dabei hat. Und ganz ehrlich, die Viecher sehen noch aus wie Moskitos. Und was macht man mit Moskitos? Draufhauen. So, kommt mal her, ihr Viecher. So. Kuscht euch! Böses Viehzeug. Lässt du den Kerl in Ruhe? Das ist mein Sauerbraten. Ja, Sauerbraten kann man auch aus Schwein und Rind machen. Schmeckt allerdings nicht gleich. Ich rate euch, nehmt ein leckeres Pony. Würdest du dich einen Schritt zur Seite bewegen? Vielen lieben Dank. Ja, ja, mache ich ja schon. Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich doch Sauerbraten aus der mache. Nichts. Okay. Ja, das ist der Code, den wir vor ein paar Tagen entziffert haben. Ich schicke ihn euch. Wupp, wupp. Partysalzbrezel. Lecker. Wenn er ihn nicht geändert hat, lautet er immer noch: Viel Glück. Nein, da steht was anderes. Da steht R9K7. Wenn er ihn nicht... Okay. RK97. Gut, gut, gut. RK... Hä? Was? Habe ich jetzt da falschen Code eingegeben? Könnte sein. Ticket, Alpha-Abteilung. Ach so, R9K7. Na? R9K7. So, jetzt dann. Wupp, wupp. Lustig. Ich find's süß, wie sich die Knöpfe da in der Gegend herumdrehen. Ich weiß nicht, wohin lang soll. Weiß das Schweinchen auf unserem Bauch nicht. Gut. Walte deines Amtes. Das war nichts. Oh, neue Tierart. Rattus Gigantus. Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Ratte! Oh, ich bin aber schon wieder ziemlich weit. Na gut. Entschuldigung, Leute. Macht Platz für den Experten. Ja, ja, ja. Bastel du mal. So, jetzt können wir dagegen reden. Okay. Wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade. Keine Angst, Onkel Page. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Johnny, ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Johnny. Yum, yum, yum. Okay, lass mal gucken, was haben wir denn hier alles? Wir haben das, wir haben jenes. Nutripillen.
Hey, Nuttenpillen. Nutri. Ups. Hoppa. Falke Ratte. Noch eine Falke Ratte. Halt durch, Jade, ich komme! Nein, ich kann diesen Schalter nicht alleine bekämpfen. Ach, da bist du ja endlich. Gott sei Dank. So, hier müssen wir ein kleines bisschen nachdenken. Eigentlich nicht wirklich. Ich komm schon, Jade! Ja, tanz an. Mach dich nütze. Gutes Schweinchen. Gutes Schweinchen ist gut. Gutes Schweinchen ist lecker. Wenn du mich fragst, bewegt sich das kein Stück mehr. Ha, wenn ich dich fragen würde. Gut, dann mal ran! Komm, fang an, das Ding zu schieben. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jake. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ha, so viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Jupp, so viel dazu. Ein Reaper. Sie hetzen uns einen Reaper auf den Hals. Und er sieht aus, als wäre er auf der Jagd. Er muss auf die Rohre aufpassen. Es wird zu riskant, Jade. Wir werden zu Hause im Leuchtturm gebraucht. Drehen wir um, solange wir noch können. Wenn das Iris-Netzwerk die Wahrheit sagt, dann werden wir hier am dringendsten gebraucht. Du bist optimistisch. Okay, gut. Ah, hier können wir speichern. Lasst mich mal einen Blick auf die Uhr werfen. Ja, ich würde auch mal sagen, hier sind wir dann für heute auch fertig. Gut. Das war's dann mal wieder mit Beyond Good and Evil. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß. Frohes Wochenende. Und falls ich es heute wirklich schaffen sollte, an Silvester hochzuladen, ein frohes neues Jahr. Ansonsten wisst ihr mal wieder, woran es gelegen hat, wenn ich mal wieder nicht rechtzeitig hochgeladen habe. An YouTube, genau. In dem Sinne, bye bye.